Hallo, mein Name ist Saskia Scheurich, ich bin 26 Jahre alt und studiere in Deutschland Englisch und Deutsch für die gymnasiale Oberstufe. Ich bin seit gut 9 Monaten hier Fremdsprachenassistentin an der Bexley Grammar School und mache dies für den obligatorischen Auslandsaufenthalt in Deutschland für das Fach Englisch. Aber was ist eine Fremdsprachenassistentin? Was macht ein Fremdsprachenassistent hier an der Bexley Grammar School in Welling, Kent, was in der Nähe von London ist? Man bekommt Gruppen von einem Schüler bis zu 4 Schülern, kann das sein, diese Gruppe. Und man ist hauptsächlich dafür da, die Sprache zu verbessern. Das heißt, man hat kleine Konversationsgruppen und man achtet vor allem auf die Grammatik. Und man vertieft das, was man auch im Unterricht bereits erlernt hat. Also man ist jetzt nicht dafür da, dass man völlig neue Unterrichtseinheiten macht und mit den Schülern etwas macht, was sie überhaupt nicht kennen. Nein, man vertieft etwas, was sie schon gelernt haben. Dafür hat man einen kleinen eigenen Raum und es wird einem ein Computer zur Verfügung gestellt, sodass man auch problemlos mit PowerPoint-Präsentationen arbeiten kann. Man kann aber auch Videos und Musik zeigen, zum Beispiel. Man kann auch gerne die Musik zeigen, die man gerne hört, zum Beispiel Sportfreunde Stiller oder was auch immer. Die Schüler, die man bekommt, die haben ganz unterschiedliche Level, weil hier an der Bexley Grammar School kann man mit Deutsch in verschiedenen Klassen anfangen. Also man hat verschiedene Level, aber im Allgemeinen wird man sehr überrascht sein, wie gut diese Schüler eigentlich auch schon sprechen können. Als Fremdsprachenassistentin vermittelt man natürlich nicht nur die Sprache, sondern auch Kulturen, die eigene Kultur und Traditionen, die man aus Deutschland mitbringt. Zum Beispiel gibt es hier eine internationale Woche und dann ist man auch sehr willkommen, ein spezielles Kleidungsstück mitzubringen oder Fotos oder was man gerne isst. Ich zum Beispiel habe mein eigenes Dirndl mitgebracht und habe in der internationalen Woche, da gibt es einen Tag, wo man sich verkleiden kann, und dann habe ich mein Dirndl getragen. Und zum Beispiel die spanische Sprachassistentin hat dann ein Flamenco-Kleid getragen. Ja, zu den Schülern und Kollegen, die sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Man ist hier speziell bei den Kollegen, sie sind sehr hilfsbereit und man ist nie alleine. Das heißt, man wird nie alleine gelassen bei Behördengängen oder zum Beispiel bei der Eröffnung eines Kontos bei der Bank. Man hat immer jemanden, einen Ansprechpartner. Also man muss jetzt nicht denken, oh nein, ich bin in einem neuen Land, ich muss so viele neue Dinge machen. Also man ist hier in guten Händen. Die Bexley Grammar Schule liegt in Welling, das ist in Kent, und ungefähr 30 Minuten mit dem Zug von London entfernt. Das heißt, man hat hier ein nettes Vorstadtgefühl. Man hat hier sehr viele Parks, aber innerhalb von 30 Minuten kann man auch das Großstadtgefühl erleben. Das MFL Department, also die Abteilung für moderne Fremdsprachen, ist sehr jung. Die Kollegschaft ist sehr jung und sehr hilfsbereit. Es gibt 7 verschiedene Sprachen, was sehr beeindruckend ist. Und die Möglichkeit, dass es so viele Sprachen gibt, liegt daran, dass die Schule Bexley Grammar auch ein Hauptaugenmerk auf Sprachen hat. Einige Tipps, die ich noch der folgenden Fremdsprachenassistentin oder dem folgenden Fremdsprachenassistenten mit auf den Weg geben kann, ist, dass man zum Beispiel direkt am ersten Tag seine eigene Tasse mitbringen kann, weil es hier viele Möglichkeiten gibt, sich Kaffee oder Tee zu machen im Büro. Oder man kann auch sein eigenes Mittagessen mitbringen und dann im Büro mit den anderen Kollegen essen. Man kann aber auch zur Kantine gehen und sich dort das Essen holen und dann wieder ins Büro gehen und mit den anderen zusammen essen. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man ganz viele Fotos von sich selber auch mitbringen kann, um den Schülern auch zu zeigen, guck mal, wie ich lebe, was mache ich in Deutschland. Ich habe zum Beispiel auch die persönliche Erfahrung gemacht, dass die Schüler dann sehr interessiert sind. Oder zum Beispiel auch, wie man Geburtstag feiert, vielleicht ein kleines Video. Was die Schüler hier gar nicht kennen, ist zum Beispiel der 25. Geburtstag Kranz abtreten oder der 30. Geburtstag, wenn man noch nicht verheiratet ist. Sowas finden die Schüler sehr, sehr interessant und dann kriegt man die auch wirklich zum Reden. Das ist sehr spannend, das zu sehen, den Unterschied. Warum sollte man sich für diese Stelle hier bewerben? Also man muss nicht unbedingt zwingend den Traum haben, Lehrer zu werden wie ich.
Man kann auch einfach sehr interessiert sein, neue Dinge zu erfahren oder an Fremdsprachen sehr interessiert sein. Oder man kommt einfach hierher, um eine neue Kultur kennenzulernen. Die englische Kultur ist auch sehr interessant und man kann vor allen Dingen viele neue Dinge erlernen. Dann viel Spaß!